Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Madden NFL 23 Ultimate Team. Jawohl, wir haben fast wieder 500.000 auf dem Konto. Myles Garrett ist verkauft. Jalen Ramsey wird heute sein Debüt geben gegen Most 4-2. Ich sehe schon Josh Allen, Ray Lewis, Debo Samuel. Nach unserem Katastrophengame letzte Woche. Sollten wir es ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ray Lewis, Josh Allen, Debo Samuel. So sagt die Stimme komplett. San Diego Chargers mit Gilmore, Ramsey und Ray Lewis. Die Top 3 Spieler. Return Middle, die Bills gegen die Chargers. Letzte Woche Josh Allen. Hat uns fast Tops genommen. Also Josh Allen hat es letzte Woche ganz knapp beieinander gehabt. Heute wollen wir das nicht so knapp werden lassen. Und vor allem wollen wir heute keinen Field Goal Block brauchen von Jalen Ramsey. Um am Ende des Spiels zumindest halbwegs für uns zu entscheiden. So, Tua Tagovailoa betritt das Feld für die San Diego Chargers. Hat einen neuen Wide Receiver mit an Bord, die Nummer 17. Nahm ihn Devante Adams. Sah in diesem Spielzug absolut mal noch nicht. Das ist nämlich er hier, das ist Megatron. 2. und 3, Inside Zone, Joe Mixon. Soll die restlichen Yards sammeln. Da kommt der Block, Mixon ist durch, First Down. Chargers an der 45. Derrick Henry. Gates, Henry ist durch und Henry ist gut durch und es ist ein Touchdown. Derrick Henry. Nimmt den Block gut an und San Diego geht hier nach 56 Sekunden in Führung. Dritter Spielzug, erster Touchdown, Henry macht es super. Da kommt keiner mehr hinterher. So, Chris Boswell. In aller Ruhe, jawohl, passt gut. Mike Tomlin ist auch zufrieden. Schauen wir mal, was noch so kommt. So, runter damit, Chris Boswell. Der ist da, man kann sagen, zu 20 nicht weiter. Und hier kommt die Offense. Justin Herbert, nicht Josh Allen. Gegen Justin Herbert habe ich noch nicht so oft gespielt. Josh Allen weiß ich, dass der mich regelmäßig hops nimmt. Auch Tua Tagovailoa nimmt uns regelmäßig hops. Macht es Justin Herbert auch? Oder was probieren wir hier gerade? Ja, kommt durch. Tackling ist gut. Chancellor stand auch nochmal davor, notfalls. 2. und 4. Da kommt ein Run. Und der ist down. Das ist Johnson. Gut gemacht von Johnson. 3. und 4. Johnson sagt dann nein. Josh Allen. Da ist die Interception, das ist der von Gilmore. Pick 6. Das ist genau das, was ich ihm gegeben habe. Die zwei Fünfer von uns, Jalen Ramsey und Stephon Gilmore. Da macht sich die Superstar-Ability gleich mal zunutze, aber das ist genau sein Ding. Stellt sich davor. Ball kommt perfekt. Und wir führen mit 14-0. Dank eines Turnovers. Und somit haben wir hier schon mal sehr viel Ruhe. Ja, selbst wenn es jetzt aber bleiben würde. Die anderen haben nachher Kickoff. Oder wir haben nachher Kickoff. Die anderen receiven in der zweiten Halbzeit. Und wenn sie den Ball kriegen von uns.
müssen sie trotzdem erstmal schauen, was sie machen. Johnson. Ja, kommt er wieder nicht weiter. Diesmal ist er 21 Schluss. Ein Yard, Khalil Mack. Und nochmal Justin Herbert. Gerade hat er es nicht so drauf gehabt. Bricht durch. Da kommt der Ball. Ist aber zu weit. Keine Pass Interference zum Glück. Und ist down. Ist down. Ray Lewis. Dritter und 16. Wobei ich sagen muss, wir haben letzte Woche auch so gut angefangen. Ja, da hat der Running Back nicht aufgepasst, dass da unser MLB noch durchkam. Oh, ist trotzdem down. Vierter und 1. Was machen sie? Gut gemacht von Miller, den der noch rechtzeitig erwischt. Sie punten. Natürlich haben wir jetzt da in der ersten Halbzeit schon Turnover, oder im ersten Viertel schon Turnover kassiert. Muss man ja keinen zweiten Turnover und Downs kassieren, so nah an der Endzone. Und dann vielleicht noch, wenn es ganz blöd läuft, oh, hoch hinten zu sein, ist doch leider die falsche Richtung. Dass man dann vielleicht noch 21-0 hinten ist, obwohl es eigentlich schon, weiß ich nicht, mit 14-0 gereicht hätte. Dann kommt 2 durch Mixen. Boxt sich zu 3 Yards. Sollten sie mir Mist. Der war wirklich Mist. Und 2. Mit Gewalt, Fragezeichen. Derrick Henry mit Gewalt. First down. 2 Rushes, 64. Ja, ist ein Touchdown. Das ist sowieso schon wieder krass. Adams. Bricht durch. Uff. 4 Yards schafft er. Two-Minute Warning. Guter Fake. First down Tua Tagovailoa. Das ist der erste Pass auf Davante Adams. Alles gut. Mixen. Mixen. 4-4. Derrick Henry, Touchdown. Receiving Touchdown. Für Derrick Henry. Die Chargers setzen noch einen drauf. Da war weit und breit keiner mehr gestanden. Und derjenige, der ihn decken sollte, hat ihn nicht wirklich gut gedeckt. Nun ist es ein einfacher Catch, 49 Sekunden vor Ende der ersten Halbzeit. Boswell macht auch den 21-0. Komplett anderes Spiel als letzte Woche, muss ich einfach sagen. Letzte Woche weiß ich nicht, was da los war.
Vielleicht war es auch die Angst vor Josh Allen, wobei in der ersten Hälfte hatten wir ihn richtig gut im Griff und in der zweiten Hälfte haben wir dann richtig Chargers-like gespielt, da haben wir da nur noch Kacke gebaut. Da hat auch gefühlt nichts mehr hingehauen. Aber jetzt da gerade läuft es eigentlich ganz gut. So. Deebo Samuel kriegt ihn wieder. Boah, das war Johnson. Pam. Der liegt an 18. So, Justin Herbert gegen die Verteidigung hat er bisher schwere Probleme gehabt. Also behalten wir die Ball. The Freak bricht durch. Herberts Ball kommt nicht an. Jeff and Curse bricht wieder durch. Guter Ball, incomplete, early breakup. Jalen Ramsey sieht den Ball kommen. Zack, haut ihn da gleich runter. Da kommt ein Running Play. Nee, wir können sagen, Schluss da. Schluss, 4. und 1. Timeout. Und sie punten. 31 Sekunden haben die Chargers nochmal. Buffalo kam nicht mal bis zur 30-Yard-Linie. Bailey, runter damit. Megatron. Uff, Megatron. Macht da einiges an Yards gut. Zu 47, 18 Sekunden. Und das ist Antonio Gates. Und sofort der Call an der 21-Yard-Linie. Sie stehen gut, sie stehen richtig gut. Boah, Tagovailoa kriegt den Ball weg, alles gut. Nicht ganz der Spielzug, den sie sich gewünscht hatten. 8 Sekunden. Nein, Interception. Shit. Aber sie sind down. Ah, schade. Ne, passt. Lock and Changes. Lock and Changes. Das passt alles. So, 21-0. Sie haben es geschafft, dass uns auch nochmal eine Interception reindrücken am Ende. Schade. Aber schauen wir mal. Deebo Samuel Johnson bricht da gleich mal schnell durch. Jawohl. Schluss ist an der 20. Jonker. Und Derek Johnson. So. Können wir ihn wieder mit dieser selben Defense aufhalten? Nach. Man muss ein Ding dazwischen bringen, Chancellor. Man muss die Hand hinten drauf holen. Der darf da nicht mehr ankommen. Oh, Flag on the play. Das ist aber wurscht. Das wird wurscht sein. James macht das gut. Lässt sich da nicht tackeln. Nicht trucken. Ah, oh, das habe ich schon gedacht. Ja, ja. Sie kommen in die Offensivzone. Das könnte auch ein Pass werden. Und es wird ein Pass. Und Ramsey kommt nicht hin. Schade. Move those chains. Ja, machen sie gut. Ramsey kommt nicht hin. Schade. Fakt ist aber trotzdem, dass wir mit dieser Taktik unfassbaren Druck ausüben können. Boah, da fehlt sie überall. Kommen sie aber zu leicht durch. Lewis kommt zwar hin an. Naja, da kommen sie jetzt zu leicht durch. Das weiß Justin Herbert, glaube ich, auch, dass sie jetzt da relativ leicht gerade durchkommen. Buckner hat ihn. Frank Clark. Da kommt ein gutes Tackling.
Incomplete, gut gemacht. Derwin James unten, weg mit dir. Hätte aber niemand noch fangen können, den Ball eigentlich. Boah, 4. und 1, wir drücken ihn da fast drüber. Aber 4. und 1 bedeutet Field Goal Block. Jeff Okuda darf laufen. Kommt nicht hin. Ist okay. Kuh macht den. Haben wir auch schon lange im Team. Letztes Jahr, glaube ich. War letztes Jahr? Ich glaube schon. So, runter damit. Kevin Johnson, Megatron kriegt den Ball. Findet da irgendwie doch noch so eine minimale Lücke zur 37. Aber dann ist dicht. Tagovailoa kommt das Feld. Gerade eben erstmal eine Interception geschmissen. Natürlich nicht das, was er haben will, klar. Aber jetzt erstmal wieder mit Derrick Henry. Und Derrick Henry zeigt da mal ordentlich aus, was er geschnitzt ist gegen zwei Leute. Erst als der dritte vor ihm steht. Zusammen mit dem 4. und 5. Schluss. Gut gemacht. Guter Cut. First down. Derrick Henry, 96 Yards, 4 Rushes. Ist natürlich jetzt auch stark. Oh, ist gut. Ist gut. First down. Harder, first down, harder. Zu 5 geht's. 122 Yards und ich glaube, jetzt ist der Freight Train aktiv bei Derrick Henry. Quarter zu Ende, letztes Viertel. 21-3. Viel braucht er, glaube ich, nicht mehr. Ne, ein Rush für 10 Yards braucht er noch, Derrick Henry. Ah, ein Yard schafft es diesmal nur. Schneller Ball, jawohl. Davante Adams, erster Touchdown für unseren neuen Wide Receiver. Der Mann mit der 17. Macht das. Ich weiß auch, dass es immer schwerer wird. Justin Herbert, vor allem mit 2,39 4 Touchdowns zu machen. Ist ein bisschen viel. Chargers haben sich das schön aufgeteilt. Oh, wirft ihn weg. Da. Der hätte da fast gerade 20 Yards verloren. Das ist Cam Chancellor. Interception, das ist Jalen Ramsey und somit haben beide unsere Superstars in der Defense, Gilmore und Ramsey, unsere Cornerbacks, ihre Interception. Und das ist genau das, was ich sehen will. Zwei Minuten acht, guter Doppelblock. Henry. Easy, zu 19. Erstmal wieder laufen kriegen. Oh, das könnte ein Yardverlust sein. Nein, ist ein Yard nach vorne zum Glück.
Das heißt, es kostet uns den Freight Train nicht. Dritte und fünf. Der Ball schön auf Antonio Gates und das ist der Touchdown für die Chargers. Sie setzen noch einen oben drauf. Zwei Interceptions von Gilmore und Ramsey. Jeweils eine. Fünf Touchdowns. Passing, Running. Alles mit dabei. Bis auf ein Kickoff oder ein Punt Return. Ich denke, das Einzige, was fehlt. Samuel wartet da kurz. Oh, warte mal, der schmeißt sich vor mir hin. Okay, nee. Kann ich vorbeilaufen, indem mein Control-Polo mal von hinten sagt: Haha, zack, du bist down. Hier nehmen wir ihn weg. Du bist weg. So, Frank Clark. Ich möchte da gerne wieder an unsere. Gut gemacht, James. Wirft sich auch mit rein, sagt er. Ja. Freut mich schön und cool. Oh, ist gut. Aber leider auch ein First Down. 31 Sekunden, Defense Autoflip. Ich weiß nicht, Timeout für die Bills. 31 Sekunden, 1. und 10. Da kommt der Ball, da kommt der Catch und der ist gut. Ramsey kommt nicht hin, der fliegt da vorbei. Starker Catch. Ich mag klar kommt der easy schnell vorbei, aber oh, raus, out of bounds, an der 24. Mir lässt doch mal Defense-Umstand freizeichen. Cover und Contain. Shaquille Griffin sagt, nee, reinkommen, stopp, du kannst rausgehen, aber du kommst nicht mehr hier rein. Achtung jetzt. Da kommt wieder der Pass und Griffin hebt die Hand hoch und sagt, nö. 10 Sekunden, sie werden es probieren. Mit einem tiefen Ball. Nein, mit einem First Down. Das schaffen sie aber nicht. Das schaffen sie nicht. Turnover und Downs. Herbert mit einem klasse Pass. Der Receiver wagt nur den Schritt nicht. Polamalu in der richtigen Sekunde sagt, nö. Es ist cool, dass du so weit rankommst, aber nö. Boah, starker Pass nochmal von Tagovailoa. 118 Yards dann nochmal gepasst. 8 von 10 Versuche. Wäre nochmal in die Offensivzone gegangen. Aber es ist ein Sieg für die Chargers. 35-3. Sie haben nur einen Field Goal zugelassen. Ja, Tagovailoa kann heute stolz sein. War ein klasse Game, bis auf diese Interception. Die war dumm. Ansonsten prima Game, unsere Jungs, auch von unserer neuen Nummer 17. Davante Adams. Alle haben heute funktioniert. Wie gesagt, 118 Yards. Wir können uns die Teamsets anschauen. Wir haben schwarz auf weiß. Total Offense 289 Yards, 171 Rushing, 118 Passing. Das ist schon gut. Das ist schon gut. Wir haben uns schon verbessert. Muss ich schon mal so sagen. Antonio Gates, Jalen Ramsey, Interception. Okay, das ist kein... Aha, toll.
Ist echt unnatürlich, dass ich da für den weiteren Pass gehe. Antonio Gates wäre super frei gewesen. Da passt du, da waren die Adams für so und so viele Yards. Das ist echt ein super Bild. Nice. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen bei euch. Sagt Schau mal V. Wir sehen uns morgen wieder zum ersten Online-Game die Woche und dann schauen wir mal, wie stark unsere Defense online ist. Ob wir da gute Verstärkungen gemacht haben oder eben nicht. Bin ich sehr gespannt. Level up, da kriegen wir jetzt, glaube ich, einiges. Ein Haufen Münzen. Champions Entry Token, 84 plus Most Feared Spieler. Nice. Schauen wir mal. Zack. Damit danke fürs Zuschauen. Ciao mit V. Bleibt gesund. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüssikowski.